Wie du deinen Betrieb in 2023 richtig zum Wachsen bringst, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Ich bin hier wieder mit dem Alex und heute wollen wir uns mal die Frage stellen, beziehungsweise der Frage auf den Grund gehen, wie kannst du deinen Handwerksbetrieb in 2023 so richtig zum Wachsen bringen? Was sind dafür die drei wichtigsten Stellschrauben? Und ich würde sagen, ja, wir starten direkt mal rein. Alex, was würdest du sagen? Was ist die wichtigste Stellschraube oder eine der wichtigsten Stellschrauben? Also wir haben jetzt in 2023 einige Herausforderungen, die aber auch große Chancen bieten. Ne? Eine ganz große Herausforderung könnte durchaus sein, dass das ganze Thema Neubau halt abnimmt. Ja. Wir dadurch halt sehr viel mit Bestand arbeiten und das bedeutet halt, Bestand wird nicht für alle reichen, realistisch. Mhm. Bedeutet, wir müssen wieder anfangen, wirklich zu verkaufen, weil es hier wirklich eine Konkurrenz gibt, wirkliche Probleme auch für einige geben wird. Und das zweite Thema, wo wir sehr viel drauf zusteuern, ist das Thema Künstliche Intelligenz, AI halt, würde man sagen. Dass das halt viel ermöglicht und viel auch an Zeit ersparen kann. Und das sind die beiden Hauptthemen, würde ich jetzt sagen, mit denen man sich in 2023 auseinandersetzen sollte. Also A, wie kriege ich es hin, meine Preise weiterhin gut durchzusetzen und weiterhin einen guten Umsatz zu machen? Und B, wie schaffe ich es, meine Prozesse weiterhin so aufzustellen, dass sie durch Künstliche Intelligenz weiter getragen werden und ich einfach mehr Zeit spare? Mhm. Wir können mal die beiden Themen reingehen. Also das erste Thema, wie gesagt, Vertrieb ist ja eine Sache, die die letzten 10 Jahre von Handwerkern nicht wirklich gemacht werden musste, weil die waren eh ausgelastet. Ja. Man merkt aber so langsam, Küchenbranche, sogar PV-Branche, dass die Zahlen rückläufig sind. Immer noch gut, aber rückläufig. In Küchenbranche wirklich deutlich rückläufig. Ja. Und viele auch mittlerweile schon an der Stelle sind, dass sie halt ja doch sehr viel investiert haben das letzte Jahr, wenig Rücklagen gebildet haben und entsprechend Probleme bekommen. Und da muss man halt ganz konkret sagen, diese Probleme lösen sich, indem man einfach wieder anfängt zu verkaufen. Ja, ich würde sogar noch einen Schritt vorher einsetzen und zwar, klar, verkaufen, aber ich kann natürlich nur was verkaufen, wenn auch jemand anfragt. Das ist richtig. Ne? Dementsprechend muss ich natürlich auch beim Marketing-Thema umdenken und auch da Wege finden, wie ich es halt schaffe. Vorher habe ich vielleicht viele Empfehlungen bekommen oder auch Laufkundschaft oder die Leute haben sich einfach so gemeldet, haben mir quasi die Bude eingerannt. Und wenn du halt aus einer Situation kommst, wo dir die Leute die Bude einrennen und du versuchst auch alles so abzuwickeln und dann auf einmal bleibt dieses Bude einrennen aus und es kommen halt ja zwar immer noch Anfragen, klar, auch immer noch Empfehlungen, aber halt nicht mehr so in dem Ausmaß wie vorher. Dann muss man sich natürlich überlegen, okay, wie kommt man denn jetzt eigentlich als Handwerksbetrieb oder als Fachfirma an Kundenanfragen? Ja. Ne? Und ich kann natürlich, ich muss meinen Vertrieb irgendwie auslasten, so. Die wollen auch ihr Futter haben, sag ich mal. Und dementsprechend muss ich da halt umdenken und überlegen, wie kann ich Anfragen bekommen? Und da muss ich natürlich meine Marketingmaßnahmen erstmal anschauen. Was machen wir eigentlich? Machen wir überhaupt was? Wenn ja, was machen wir? Machen wir Print? Ne? Machen wir vielleicht irgendwelche Sachen? Und dann angucken, okay, wie kann ich da an mehr und bessere Anfragen kommen? Ne? Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also der erste Ansatz muss immer sein, dass man halt nach wie vor das Geschäft so belebt, dass es genug zu tun ist einfach, ne? Also genug Beratungen da sind. Und das zweite ist dann, dass man wirklich schauen muss, aus den Beratungen viel rauszuholen. Ja. Auch wir haben ja Partner, die, wenn die mit uns arbeiten, kriegen automatisch natürlich mehr Anfragen, haben automatisch so viele Anfragen, wie sie früher auch hatten. Nur das Problem ist dann merkt man spätestens, dass die Leute halt nicht mehr so kaufbereit sind wie früher. Und man dann wirklich anfangen muss, nicht mehr nur zu beraten, sondern wirklich auch zu verkaufen und nochmal zu sagen, hey, lieber Richtig. Kunde, was müssen wir denn jetzt machen, dass sie das heute noch unterschreiben? Ja. Weil morgen ist er weg, ne? Und das sind viele Themen, würde jetzt zu weit gehen, in dem Video da so viel drauf einzugehen, aber da haben wir andere Videos zu, mit denen man sich aber als Unternehmer unbedingt beschäftigen sollte und auch Strukturen für seine Mitarbeiter schaffen sollte, weil nur weil man selber verkauft, heißt nicht, dass die Mitarbeiter das noch können. Ja. Und übrigens, das haben wir auch einige Fälle jetzt erlebt, wo der Chef halt weiterhin auch gut verkauft, auch weiterhin gut Umsätze macht, aber die Vertriebler einfach komplett einbrechen, weil die keine Standards haben, weil die in der Vergangenheit wirklich nur Bestellungen angenommen haben. Sehr interessant, ja. Aber vertrieblich eigentlich gar nichts konnten. Und dann denkt man, ja, die Leute haben nicht, die wollen nicht mehr, die haben keinen Bock mehr, die haben persönliche Probleme, kann ja alles sein. Nur das Hauptthema ist wirklich, dass es schwieriger geworden ist. Ja. Ja, das kriegst du dann natürlich als Chef viel später mit, wenn deine Vertriebler vorher, ja, böse gesagt, jetzt mal nur in Bestellungen entgegengenommen haben. Ne? Ja, die halten dich auch bei Laune. Die sagen ja auch, Chef, pass auf, sind einige in der Pipeline, die haben alle Bock. Der Vertriebler kennt das ja gar nicht, dass der Kunde sich nicht mehr meldet. Genau. Das hat man jetzt ja, ich höre von sehr vielen. Außerdem auch die Art Art der Einwandbehandlung ist ja auch eine ganz andere. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie das Ding unbedingt schon haben will oder so, dann habe ich auch viel weniger Einwände, die ich behandeln muss, als das jetzt ist, wo die Leute vielleicht auch mit Vorwänden dann um die Ecke kommen, um vielleicht irgendwie dieser Situation aus dem Wege zu gehen, jetzt eine Entscheidung treffen zu wollen. Richtig. Dann kommen Vorwände, die haben die vielleicht noch nie gehört oder so noch nie in diese Situation gekommen, überhaupt Vorwände von Einwänden zu trennen und dann aber auch Einwände auflösen zu können, die es jetzt in dieser Situation gibt, die es vorher noch gar nicht gab. Naja, das ist ein sehr interessanter Aspekt. Also da für dich als Appell, schau dir mal an, mit welchen Einwänden jetzt deine Vertriebler konfrontiert werden und ob
ihr auch im Team, sag ich mal, diese Einwände und diese Situationen auch regelmäßig übt, wie man die jetzt, wie du die vielleicht als Chef handeln würdest und ob das deine Vertriebler auch genauso machen können und auch wissen, wie es geht. Und lass dich von deinen Vertrieblern wirklich nicht ins Boxhorn jagen. Also die erzählen dir, ja, der kommt nächste Woche, der kommt übernächste Woche, der kommt... Auch Vertriebler, ne? Ja, sind halt Vertriebler, ne? Die können dir sehr gut verkaufen, warum sie gerade nichts verkauft haben. Das können sie wirklich, das geht immer. Und wie gesagt, wir haben die Situation oft genug erlebt, halbes Jahr keine Umsätze gemacht, halbes Jahr wirklich auf dem Trocknen gewesen und der Chef merkt es dann erst, weil die ganze Zeit haben die erzählt, ja, nächsten Monat kommt, ja, der kommt dann wirklich, dann kommt noch ein großer Auftrag und dann kommt aber nichts. Ja. Und dann wird es schwierig, weil da musst du wirklich selber irgendwie wieder rankrachen, dann kann sein, dass du von einem Unternehmen mit 30 Leuten schnell auf 1 von 10 Leuten runtersinkst. Ja. Also da muss man halt aufpassen. Und das andere Thema, wie gesagt, Künstliche Intelligenz, ist klar, das ist ein riesen Bereich. Da kann man sehr viel machen. Da haben wir auch einige Videos zu, wie man Unternehmen strukturierter und besser aufstellt. Letzten Endes geht es vor allem darum zu verstehen, welche Dinge muss ein Mensch nach wie vor machen und welche Dinge muss ein Mensch vielleicht nicht mehr machen. Mit welchen Dingen kann ich vielleicht eine Maschine füttern, die im Endeffekt dann für mich diese Sachen übernimmt und dadurch mir einfach auch irgendwo Zeit meiner Leute sparen. Es geht gar nicht darum, jetzt Leute nicht mehr einzustellen oder so. Es geht einfach darum, Zeit zu sparen, produktiver zu sein, effektiver zu sein und mehr für den Kunden zu schaffen in der gleichen Zeit. Und wenn du diese beiden Sachen dir auf die Agenda schreibst und jede Woche mindestens mal eine Stunde, sag ich mal, drüber nachdenkst, dir Gedanken machst, dich damit beschäftigst, dann sieht das nicht schlecht aus bei dir. Dann wirst du das Jahr gut durchkommen und dann hast du eine gute Möglichkeit, 2023 sogar nochmal zu wachsen. Ne? In dem Sinne, wenn du da auch Interesse hast zu verstehen, wie kann man bei dir in der Region jetzt gerade Kunden gewinnen, auch wenn es bei dir gerade viel weniger geworden ist, vielleicht hast du spezielle Produkte, die sich nicht so gut vermarkten gerade oder verkaufen, melde dich gerne bei uns. Ne? Wir sind bei uns nicht nur so, dass wir den Leuten helfen, Anfragen zu gewinnen, wir helfen ihnen wirklich, die Anfragen am Ende abzuschließen. Also wir haben da bewährte Skripte, bewährte Schulungsunterlagen, bewährte Schemata, um Einwände aufzulösen, die du ganz einfach nutzen kannst, die wir über 100.000 Anfragen getestet haben und wo du darauf zurückgreifen kannst, wenn du bei uns Partner bist. Deswegen gerne einfach melden. Du findest den Link natürlich von der Website immer irgendwo, am-barado.de und melde dich da gerne für ein kostenfreies Beratungsgespräch, eine kostenfreie Potenzialanalyse erstmal, um zu gucken, wie können wir dir helfen und dann sehen wir uns sonst hoffentlich in einer der nächsten Beratungen nochmal wieder persönlich. Bis dann. Dann Alex und dann Marvin. Ja, mach's gut. Ciao.